Sie sind müde, sie haben das Gefühl, sie schreien seit Jahren ins Leere und kämpfen an zu vielen verschiedenen Fronten. Mit diesen Worten hat das Kollektiv des Bieler Frauenstreik diese Woche bekannt gegeben, dass sie sich auflösen. Wir haben am Mittwoch schon kurz darüber berichtet. Vor den Medien wollten sie nicht Stellung nehmen. Raphael Grunder hat jetzt in Biel und im Berner Jura nachgefragt, wie andere Gruppen und Vereine mit dem Gefühl vor Überforderung umgehen. 2022. Leute gehen in Biel auf die Strasse für mehr Gleichberechtigung. Dahinter ist das Kollektiv Frauenstreik Biel gestanden. Jetzt hat sich die Bewegung aufgelöst. Die Gründe erfahrt man in einem Post auf Instagram. Heute sind wir es leid, an zu vielen Fronten zu kämpfen, uns zu verheizen und das Gefühl zu haben, dass wir nie genug machen. Von den Journalisten hat sich niemand vom Kollektiv äussern. Für die Frauen setzt sich auch Sabine Schnell ein. Seit 15 Jahren im Verein Frauenplatz Biel. Im Gegensatz zum Frauenstreik Biel hat sich der schon seit 30 Jahren nicht aufgelöst. Das Erfolgsrezept: Sie beschränken sich auf lokale Themen rund um Gleichstellung und auf die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum. Und dort haben wir uns einfach auch wollen beschränken, damit wir eben genau nicht so in eine Situation hineinlaufen, wo wir einfach alle müssen aufgeben, weil wir einfach zu viel zu tun haben. Es sind ehrenamtliche Engagement und da muss man sich einfach klar beschränken, auf was man leisten kann und was nicht. Laut Sabine Schnell gibt der Verein eine gewisse Struktur und einen Rückhalt im Gegensatz zu diesen Bewegungen. Eine solche Struktur will die Gruppe Les Meufs bieten, mit Aktivitäten zu Frauenthemen. Eine davon ist das Café Tricot. Hier lässt man Frauen aus 8 Pfarreien von Sansebois bis La Ferrière für Institutionen in der Region. Gern würden Les Meufs noch mehr machen in Zukunft, wie zum Beispiel Vortragsreihen. Ins Leben gerufen hat sie die Pfarrerin Maëlle Bader vor 2 Jahren. Man muss ein Gleichgewicht finden zwischen mehr zu sensibilisieren und gleichzeitig die Leute nicht zu überlasten. Wir wollen zuerst klein anfangen und wenn wir sehen, dass es ankommt, nach und nach grösser werden. Es muss aber in einem erträglichen Rahmen bleiben. Wenn man den Kopf nicht über Wasser behalten kann, dann hat man nichts davon. Es ist agréable. Wenn wir sous l'eau, on ne profitera pas de ce qui se passe. Unter Wasser hat das Kollektiv Frauenstreik von Biel den Kopf gehabt. Bei der Organisation des Bieler Frauenstreik will sie nicht mehr den Lead übernehmen.